time. Taking this shit one day at a time. You out of your mind. Thinking that this is all for nothing. One day at a time. Ja, hallo. Ich bin Bernd Steinhoff, bin in der Reha der TSG Hoffenheim. Und wir betreuen momentan im Trainingsbereich auch den Halil. Der ist jetzt seit mehreren Wochen bei uns nach seiner Schulter-OP und wir versuchen ihn bzw. die Rhein-Neckar-Löwen zu unterstützen, dass er zur kommenden Saison Vollgas wieder auf dem Parkett stehen kann und für euch wichtige Tore werfen kann. Also der Fortschritt ist echt gut, muss man sagen. Wir hatten zuletzt, vielleicht haben wir uns ein bisschen zu sehr motivieren lassen, einen ganz kleinen Rückschritt oder einen Stillstand, besser gesagt, nicht Rückschritt, eher Stillstand. Aber jetzt gerade kam er wieder rein mit einem breiten Lächeln im Gesicht und sagt, neue Schulter, alles super, wir können weitermachen. Also ich muss sagen, ich bin sehr gut, meine Schulter ist super, ich habe keine Schmerzen und ich denke, das ist das wichtigste Sache. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich bin hier in Hoffenheim Reha-Zentrum auch und dass ich kann so zweimal pro Woche mit Bernd, er ist ein großer Experte, dass ich kann mit ihm arbeiten und so. Ich muss sagen, wir arbeiten sehr hart, meine Schulter besser jeden Tag zu sein und wir hoffen, dass heute auch wir machen eine gute Training. Ja, ich stehe morgen und erste Sache, ich habe eine Behandlung mit unseren Physios in Kronau, in unserem Verein, Thilo oder Sascha, Sven. Und dann gehe ich direkt zum Training in Kronau oder hier. Und dann mache mit Athletiktrainer verschiedene Übungen, Schulterstärker zu sein und die wichtigste Sache ist Mobilität und das ist, was wir machen. So, ich kann nicht sicher sagen, aber wir hoffen, dass ich kann für diese Supercup nächste Saison bereit sein und das ist eine große Ziel. Ich hoffe und ich hoffe, ich kann das spielen.